Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Blick, und mit ein bisschen Glück und Können schaffen wir es in dieser Folge 127 Jahre alt zu werden mit Bolzen. Ja, und mal gucken, ob das was klappt. Ich rechne einfach mal fest damit und plane es ein und dann sehen wir weiter. So, in jedem Fall, wie gesagt, ist ja nicht mehr viel, selbst wenn wir es heute nicht schaffen, aber davon gehe ich eigentlich ganz stark aus, dann ist es in der übernächsten Folge. Ja, so ist das. So, auf jeden Fall freue ich mich schon drauf. Die übernächste Folge, wie gesagt, ist die Freitagsfolge, wo ich sehr wahrscheinlich schon wieder aufnehmen kann, hoffe ich mal, weil ich werde ja den Zahn gezogen bekommen. Ich gehe auch mal ganz stark davon aus, dass ich hinkriege. Wenn nicht, dann ist das doof. Aber ich gehe eigentlich, ich rechne damit aus. Wenigstens eine kurze Folge sollte ich schaffen. Vielleicht schaffe ich sogar mehr, denn ich habe nämlich richtig Bock, mal wieder einen Livestream zu machen. Der Freitag würde passen, weil ich da ja A, zu Hause bin, B, noch nicht so viel machen darf. Es kommt halt drauf an, wie viel und wie gut es meinem München geht und wie klar verständlich ich auch bin. Mein Viertelstunde quatschen wir für hier, das mag alles noch schleichen. Wenn es denn aber zu anstrengend wird, dann muss ich es halt lassen. Allerdings versuche ich schon, dass es nicht so anstrengend wird. Wie gesagt, mal gucken, vielleicht kriege ich doch einen Livestream hin, obwohl ich das eigentlich letzte Woche, glaube ich, schon ausgeschlossen hatte. Vielleicht schaffe ich es aber trotzdem, weil ich habe halt Bock drauf und will halt auch mal wieder streamen und hast du nicht gesehen und überhaupt. Wenn, wird es wahrscheinlich kein langer Stream werden, je nachdem. Sind die Dinger ja eigentlich schon öfters da gewesen, diese Baumwoll... die hinterlassen die Murumurus. Diese Grafikfehler sind das dann wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Sieht sehr merkwürdig aus. Naja, ist okay. Wir denken uns einfach, das sind Pusteblumen. So. In jedem Fall hoffe ich mal ganz stark, dass das in dieser Form geht und funktioniert. Und ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dass wir sehr gut auch mal wieder hinkommen. Auch allgemein, obwohl ich heute ziemlich müde bin, muss ich echt sagen, habe ich heute vor, mal ein bisschen zu basteln und wieder an dem Programm ein bisschen rumzuschreibseln. Nämlich an meinem Beschrifter. Den Aufnahmetimer hatte ich ja letztens erst Platz gemacht. Da ist immer noch ein bisschen was zu tun dran. Aber am Aufnahmetimer, am Beschrifter will ich auch noch was machen. Was ich eigentlich schon eine ganze Weile machen will. Heute setze ich mich ran. Fangen vielleicht zumindest mal an. Das wäre ja schon mal was. So. Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Hab ja noch den alten gebackupt. Ist ja so richtig. Sollte ja auch immer so sein. So. Übrigens, das Screenshotten hat sich mehr oder minder gleich bewährt gehabt. Denn die letzte Aufnahme hier von Remnant from the Ashes, da hat Dü verzweifelt gesucht, wie man bei Epic Screenshots machen kann. OBS kann es nämlich nicht. Und bei Epic hat er gesucht, ja, wie mache ich denn Screenshots? Und hat nichts gefunden. Ja, ich habe auch nichts gefunden. Also habe ich gesagt, ja, hier, ich habe ja den neuen Aufnahmetimer geschrieben, der kann Screenshots machen. Im Spiel selber gab es, glaube ich, auch keine Funktion. Also habe ich ihm die rüber geschickt. Er hat dann aber den falschen geöffnet, deswegen hat er meine Screenshots dann bekommen. Ja, es ist halt, wie es immer ist, ne? Man denkt halt manchmal nicht dran, den richtigen Uff zu machen. Aber auf jeden Fall hat sich in der Hinsicht schon so bewährt, dass ich selber nicht mehr gucken muss, wo ich welchen Screenshot setze. Der Dü jetzt auch nicht mehr gucken muss, effektiv. So. So wie es sein soll. Okay. Dann muss ich auch noch bei Gelegenheit ein paar andere Sachen machen. Ach, ich habe so viel zu tun und so wenig Zeit. Wie immer. Also ich will ein paar Programmchen schreiben, dann muss ich noch gucken. Ich habe hier noch einen Laptop von einer Arbeitskollegin meiner Frau da liegen. Da soll ich auch nochmal drüber gucken, ob ich da eventuell erstmal sowieso alles runterschmeißen soll, was drauf ist, was nicht drauf gehört. Eventuell auch das Betriebssystem erneuern kann. Der soll dann quasi für den Kleinen oder so sein. Da muss ich dann halt mal drüber gucken, ob der überhaupt, weil Windows 7 habe ich nicht mehr. Drauf ist noch Windows XP. Das muss nicht unbedingt heißen, dass Windows XP und Windows 10, also sprich der Laptop mit Windows 10 kompatibel ist. Deswegen
ja, ich werde versuchen, ich werde gucken, ob ich das hinkriege oder ob das geht. Muss ich aber erstmal gucken, was der für Leistungsdaten hat. Ansonsten ist der eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Ich habe den mal angemacht gehabt. Der reagiert sehr, sehr, sehr gut, sehr schnell. Ich bin da ganz anderes gewöhnt, vor allem von Rechnern, die ich bekomme. Die sind bei weitem nicht so krümelig, dass du so wenig Probleme damit hast. Also mit runterschmeißen muss ich wahrscheinlich nicht viel machen. Der ist für einen Laptop, der mit Windows XP läuft und dann entsprechend schon ein paar Jährchen hinter sich hat, ist der gut dabei, muss ich echt sagen. Ich muss halt nur gucken, ob er von der Prozessorleistung auch gut genug ist, dass er Windows 10 aushält. XP, wie gesagt, ist mittlerweile, denke ich, so weit veraltet, dass man da wirklich mindestens 7 drauf machen kann. 7 habe ich aber nicht mehr. Und gibt es auch nicht mehr zu kaufen. Zumindest nicht da, wo ich es finde, wäre ja auch blödsinnig. Entsprechend hoch halte ich hier an der Ecke an, das wollte ich nicht. Entsprechend, ja, ist da halt noch ein bisschen was zu tun. Aber das alles zu seiner Zeit. Hab ein bisschen Zeit am Wochenende, mal gucken, wie gut oder wie schlecht es mir geht. Vielleicht gut genug, um mich quasi von dem Aua abzulenken, vielleicht aber auch nicht. Das war nicht wenig knapp. Vielleicht aber auch nicht. Werden sehen. So, okay. So. Und wenn nicht, dann werde ich wahrscheinlich nur auf der Couch sitzen und jammern und möglicherweise Netflix gucken. Denn das ist auch so eine Sache, die ich ab fürs Wochenende geplant habe. Da soll ja, glaube ich, wenn ich richtig es in Erinnerung habe, die neue Staffel Lucifer losgehen. Auf Amazon oder Netflix, ist egal, ich habe ja beides. Ja, logischerweise will ich die haben, will ich die mir reinziehen. So, und mal gucken. Ist ja, glaube ich, dann wirklich die letzte, oder? Ja, müsste die letzte sein, ne? Die allerletzte Staffel, oder die vorletzte, oder? Ich weiß es nicht mehr. War ja schon so, dass Lucifer mal eingestellt wurde, aber dann halt von Netflix, glaube ich, aufgekauft wurde. Die haben die Serie fortgesetzt. Nicht schlecht, im Übrigen. Mir gefällt es nach wie vor. So. Und ist halt auch mal eine originelle Serie. So, muss man ja mal sagen. Okay, 8 von 10 haben wir. nicht stehen bleiben. Das war jetzt auch gerade wieder sehr knapp. Einfach nur, weil ich dumm in der Gegend rumgestanden habe. Okay. Ich lebe am Limit sozusagen. Hier so kurz vor Ende des Levels. Leveln am Limit. Mit Limmel-Leveln. Nicht den Lümmel-Leveln, ihr Ferkels. Am Limit-Leveln, Manu. So, okay. 3 von 10 haben wir. So. Vielleicht ist es schon die letzte Runde. 90% steht schon da. Vielleicht ist das schon die letzte Runde, aber ich glaube, wir müssten dann hinterher noch eine. Aber auf jeden Fall heißt das im Prinzip nichts anderes als, ja, wenn ich nicht nochmal tot umfalle, tot mit D, dann könnte es sein, dass wir Level 127 sein werden, Ende dieser Folge. Sehr wahrscheinlich. Sehr, sehr wahrscheinlich sogar. Aber, naja. Es ist nicht unmöglich, dass ich zweimal hintereinander sterbe. Auch das muss man noch dazu erwähnen. Ja. Hab schon ganz andere Sachen geschafft. Aber das wisst ihr ja selber, wenn ihr hier das Let's Play euch angeschaut habt, schon einige Folgen. Es sind ja mittlerweile 167. Vorausgesetzt, die Zählung stimmt noch richtig. Das muss nämlich nicht zwingend der Fall sein. Bei so vielen Folgen kann auch mal was daneben gehen und so weiter und so fort. Deswegen kann es wohl immer sein, dass eine doppelt war oder eine übersprungen wurde, eine Ziffer beim Hin- und Herstellen, bei Urlaubsfotoproduktion oder bei Hast du nicht gesehen. Da ist sowas durchaus möglich. Wenn das so ist, dann ist es halt so, ganz ehrlich, weil was willst du machen? Manchmal kann man Sachen nicht ändern. So. Okay, 10. Jetzt wird's lustig. Schutz für das Lager und nein, hat noch nicht gereicht. Habe ich mir fast gedacht. Okay, danach reicht aber bestimmt. Dürfte ja eigentlich wirklich nicht mehr viel sein hier. Wie ging das? Irgendwie konnte man sich das doch hier auch anzeigen lassen, ne? Nee, gab's da kein Dingens? Muss ich da extra nicht hier rein? Extra in C gucken? Naja, paar Krümelchen halt noch, ne? Paar Krümelchen. So.
Das kriegen wir hin. Ja. Denn ich habe ja einen Schutzengel. Hört man im Hintergrund. So, okay. Lalalala. Kommt mal alle her, ihr 2, 3, 4, 5 Murumurus. Ich muss euch leider etwas tödlich verwunden. Ja, das muss sein, denn ich brauche euch, oder genauer gesagt, eure Energie, eure Vakuumenergie, eure Energie der Leere. Ja, her damit. So. Lalalala. 4. 5, 6, 7, 8, ja, mal gucken, mal gucken. Vielleicht reichen die paar Typen, die ich am Hintern habe, normalerweise schon. Kann aber sein, dass sie manchmal nicht reichen. So wie jetzt zum Beispiel. Jetzt reichen sie nicht. So, na gut. Wenn noch einer muss, aber dann ist Schluss. Wie es so schön heißt. Nehmen wir den da mal. Und krall den mir direkt mal raus hier. Vielleicht reicht dieser. Lalalala. Das hier wurde doch eigentlich, irgendwas wurde an dem Skill mal verändert, dass das vielleicht besser, schlechter etc. pp. Ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. So, okay. Geheimnisvolle Katzkiste vor allem. Schatzkiste wurde auch aufgeschlossen. Nur das ist ja eine tolle Sache. So, Stärke um 5 erhöht, Ausdauer um 4 erhöht, Geschicklichkeit um 6 erhöht, Intelligenz um 4 erhöht, mein IQ ist gestiegen, juhu. Und die Konzentration... Da steht, die wurde erhöht, aber irgendwie glaube ich das nicht, wie ich mich kenne. Ich und Konzentration, ich weiß nicht. So, die Quest haben wir leider nicht mehr. Das heißt, wir müssen jetzt umgucken, wo die nächste ist. Das werden wir machen, aber ja, alles mit der Zeit. So, erst einmal können wir ja mal kurz, nicht hier, sondern hier, mal den Punkt vergeben. Und zwar gebe ich den wieder auf Stärke. Komm, Arschgelegt. Hatte zwar schon überlegt, eventuell das Guest weiterzumachen, um die Crit-Chance noch ein bisschen zu erhöhen, aber ja, wenn ich mal was überlege, dann ist das sowieso nie so das, was man braucht. Durch die Shinies droppen aber verdammt viele von den rosa Tränken oder pinken Tränken, ne? Muss man echt sagen. Steinproduktion, jawoll. Okay. Wo sind sie hier? Geschick, Furor und Schutz. Na gut, viele ist anders, schützen schon ein paar, aber der Rest, naja, ihr wisst schon. So, in jedem Fall, wir haben irgendwas. Steinproduktion. Elro, nee, ich wollte die Kiste aufmachen. Wo ist denn die Kiste hin? Ene, mene, miste, wo ist meine Kiste? Da ist doch. Und? Da. Wir kriegen ein Tags EP-XP Booster von 20%, das ist toll, die Kiste wieder. Wir kriegen einmal 7 Tage 100% Booster. Also doppelt so viel, weil ne, 20% heißt 120%, müsste eigentlich plus 20%, das war schon immer widersprüchlich bei Fiesta, ne? Und das hier heißt, ja, dann halt 200%. Kann ich mir nicht anders vorstellen. So, Segen der Tefa auch nochmal 7 Tage, das ist toll. Ich werde die erstmal eine Weile dumm im Inventar behalten, denn wer mich kennt, weiß, ich sterbe ja nie, nein. Zum einen deswegen und zum anderen, müsste ich halt wirklich mal mehr aufnehmen. Das ist in Zukunft auch nicht so viel wahrscheinlicher, fürchte ich. Aber ja gut, es ist halt wie es ist. So, wir gehen erst einmal zurück, denn Quests haben wir ja auch die eine oder andere bekommen. Zwei. Ja, eine oder andere. Passt doch. Deswegen werden wir uns die auch holen. Auf leisen Sohlen holen wir die Quests. Ob das dann schon die Pilz-Quest ist, ich weiß es nicht. Lalalalalala. Wir werden sehen. So, erstmal hier, ne? Das ist ja nun nicht unwichtig. Flum. Und ja, wie gesagt, auch wenn ich jetzt Rätsel rate, welche Quest es sein wird. Kristall, Trank der Trankherstellung, komm, tun wir erstmal alles weg. Könnte ich vielleicht irgendwann mal gebrauchen, aber momentan geht es ja eh noch nicht. So, die Leder beheben wir allerdings auf und die Bestienzähne auch. So, okay. Lassen wir es erstmal so, haben ein bisschen was loswerden können. Lagerverwalter Bronzen. Nicht das Lager öffnen. Lagerverwalter. Dafür fällt mir ein. Naja, Lebensrang T6, 54. Ja, doch. Da komme ich noch eine Weile mit hin. So, Questliste. Dahin wollte ich. Der Angriff. Bolzen, komm schnell her, ich brauche deine Hilfe. Bla bla, bla bla. Untote Bogenschützen. Bla bla, bla bla. Untote Bogenschützen. Okay. Dann Frühstück für einen Zwerg.
Hände voll, kein Zwergenrezept, Sicherheit kochen. Köstlichen Eiern von giftigen Schlangen. Meintest du, du könntest ein paar davon besorgen? Kann ich tun, aber ich bin nicht sicher, welche die Quest ist, die ich jetzt machen soll. Da könnte ich Abhilfe schaffen. Nee, ihr könnt Abhilfe schaffen. Ihr könnt Abhilfe schaffen. Schreibt mir aber bitte in die Kommentare, was ich als nächstes, welche Quest das wäre. Ich hab's, ich weiß, ihr habt das schon tausendmal geschrieben. Ihr müsst das aber echt für jedes Level neu machen. Weil zwischen den Levels vergeht ja auch der ein oder andere Zeitpunkt. So, ich gucke aber mal, dass ich hier gucke, ob ich hier was kriege. 130, 130. Auch das kann ich mir nicht merken. Ist ja jetzt alle 5 Level, aber das heißt nicht, dass das halt das gleiche Level ist, sondern nur die nächste Stufe ist alle 5 Level. Giftpfeil zum Beispiel könnte ich nehmen. Jo, Scharfschütze oder höher, benötigt Level 128, ausgerüstet oder... Ne, brauchen wir nicht. Ne, 128, ne. Okay, hier nicht. Dann gucken wir mal hier, 127, nein, aber hier. Armbrustschießen und noch einmal hier die Flinkheit. Siehst du, wir kriegen ein bisschen was dazu, das ist gut. Denn das schadet nie. Erstmal Beherrschung Armbrüste. Ausweichen, auch das ist toll. Und der neue Giftpfeil. Müssen wir mal ganz gucken. Mehrfach Blutschutz, Nebel der Natur, durch Bohrunterschütze. Das habe ich echt einen Einzelskill gekriegt. Giftpfeil. Naja, gut, okay. Quest? Nein. Item Shop? Nee. Wo war denn das hier? Ich gucke viel zu selten nach, weil es ja nicht mehr nötig ist. So, wir haben hier Giftpfeil. Stufe 14. Was habe ich gelernt? Giftpfeil 14. Oder erlernt. Hä? Warte mal. Hier steht Giftpfeil 14 und hier steht 14, 3682. 3682. Ist das neu? Weil wenn ich jetzt hier, guckt euch an, ich hab den scheinbar schon drin. Automatisch. Das muss mir entfallen sein, weil normalerweise war es halt so, dass du den einen drin hast und dann den anderen und hast dabei, also, dass ich die nicht automatisch selbst geupgradet haben, die Skills. Also jeder, der Fiesta spielt oder gespielt hat, der wird das wissen. Das wäre, es hat Vorteile auf jeden Fall, weil du nicht mehr ständig nachgucken musst und es auch nicht vergisst. Du musst halt nur noch wirklich die Dinger kaufen. Aber hat auch Nachteile. Der Nachteil ist, wenn du zum Beispiel mal bei schwächeren Mobs bist oder irgendwo hilfst, wo zum Beispiel hier halt Nebel der Natur, mehrfach Blutschuss und so weiter und so fort, wo der halt in Anführungsstrichen Stufe 1 reicht, um die Mobs zu one-hitten, dann kannst du da Stufe 1 reinhauen, brauchst nicht so viel Mana und kommst entsprechend logischerweise auch mit deinem Balken länger hin und kannst länger unterstützen. Hat, wie gesagt, alles von Nachteile ist. Ist natürlich nur ein kleiner Nachteil. Ein Nachteil ist auch, dass du hier Giftpfeil 14, nicht so richtig gucken kannst. Hier 122 war der, 2999. Und der hier, 3,6. Was? Ja, über 600 mehr Schaden. Wow. Fast 700. Ah, das will ich mal gucken. Wenn ich jetzt hier auf 13 stelle, ob das hier auch. 127? Nö. Ich könnte mir den wahrscheinlich manuell doch noch reinziehen, aber abgegradet wird es automatisch. Finde ich gar nicht mal so doof. Ja, ist auch nicht doof. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr das auch nicht doof findet. Und wenn ihr mich nicht doof findet, wäre das auch toll. Helga wurde auch gerade vernichtet. Genauer gesagt, der Hardcore-Helga, wie es aussieht. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bis denne und tschüss.